Ja, das ist wirklich etwas schwierig jetzt zu sagen. Ein solches Spiel, erst der 35 Minuten war, ich denke, wirklich perfekt. Abwehr, Torwart, Angriff, alles. Und dann, ich muss vielleicht noch einmal das Spiel schauen, das zu sehen, was hat passiert. Einfach hat Lengo seine Spiele uns gegeben. Sie spielen diese schnelle Gegenstoße und da haben wir, ich denke, ein bisschen zu nervös bekommen und zu viele technische Fehler gemacht. Ja, das, keine Ahnung, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, bis 35 Meter, das sieht aus wirklich perfekt. Alles läuft, wir haben plus 7, ich denke schon. Und dann war ein Blackout, ich weiß nicht, was zu sagen. Und wir müssen jetzt als Mannschaft zusammen bleiben und am Sonntag ist ein neues Spiel, Erlangen, ein schwieriges Spiel. Und einfach lernen was von diesem Spiel und uns verbessern für das nächste Spiel. Ja, sie haben viele verletzte Spiele, aber trotzdem spielen sie wirklich gut. Sie haben Leben gewonnen und natürlich, sie sind locker. Sie wollen uns zu Hause schlagen. Erstes Spiel zu Hause, ich denke, war auch unentschieden. So, wir müssen jetzt viel besser sein und dieses Spiel gewinnen.